Gesellschaft in Zeiten wie diesen hat mehr denn je die Aufgabe, für den anderen da zu sein. Das hat zu tun mit Nächstenliebe, hat zu tun mit einer anderen Offenheit, den anderen Menschen zu begegnen, hat zu tun mit einer wirklich ernsthaften Neugierde, wie ich auf andere Menschen zugehe und vor allen Dingen auch die Botschaft, Schwächere anzuerkennen auf gleicher Augenhöhe. Und wie gesagt, im Schwächeren steckt oftmals das Stärkere. Ich wünsche Bethel vor allen Dingen die verdiente Anerkennung. Ich denke, nach 150 Jahren sozialer Arbeit, vorbildhafter Arbeit, wünsche ich mir eine starke, starke Anerkennung in dieser Gesellschaft. Eine Anerkennung zu sagen, ja, wir umarmen diese Wärme, wir umarmen auch diese Nächstenliebe, die Bethel immer geprägt hat, egal ob man in einer Religion gebunden ist oder nicht, es geht weit darüber hinaus. Dieses Verständnis für Bethel würde ich mir nach 150 Jahren wünschen. So wie du bist, so wie du bist, so bist du für mich der Sonnenschein.